Ich weiß, dass du hier neu bist, aber es wird auch nur eine Sekunde dauern. Warte einfach hier. Ich bin gleich zurück. Ich werde dich beim Stadtrat ankündigen. In Ordnung. Wow. Ganz schön interessant, so klein zu sein. Wer hätte gedacht, dass Mäuse Städte haben? Ja, und damit hallo und herzlich... Hoppala, Moment, sorry, wenn es laut wird. Hallo und herzlich willkommen, ja, zurück zu The Night of the Rabbit. Sorry, wenn ich in dem ersten Vorfolgen The Night of the Rabbits gesagt habe. Ja, sorry, The Night of the Rabbit, ja. So. Originell ist es gerade ein Tag her, seitdem ich die ersten drei Folgen aufgenommen habe. Und ich... Also es ist jetzt so... 10:30. Es ist 10:30. Und... Ja, mir war jetzt langweilig. Was heißt langweilig? Ich hätte jetzt noch schneiden können. Und alles, ich schneide auch noch. Ich habe ultra Bock auf das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hypt mich ultra. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter. Die alte geht mir um. Du hast nicht zufällig Plato den Frosch gesehen, nein, oder? Ich bin gerade erst angekommen. Ich warte hier schon die ganze Zeit auf ein Paket aus der Superhörnchen-Boutique für fesche Hörnchen. Ah, krass, ey, Prack. Superhörnchen-Boutique? Das ist aber ein komischer Name. Ja. Ach ja? Du nimmst und schon ein Stück Wasser. Ich? Müssen wir jetzt antworten? Achso. Jerry. Also ich finde, Jerry ist ein ganz, ganz komischer Name. Und totschicke Accessoires machst du sicher auch nicht. Nein. Ich weiß nicht mal, was das ist. Scheint ein Bittchenviertel zu sein. Da warte ich besser weiter auf Plato und mein Paket. Oh. Ja, dann... Vielleicht hätte ich mit meinem Cousin Edgar zusammen die Stadt verlassen sollen. Wenn ich hier stehe und daran denke, dass die Krähen jederzeit zurückkommen könnten, da wird einem ganz anders. Aber ich muss mein Paket haben. Dann sülzt doch aber nicht alle viel mit rum. Dann wart einfach. So, der hat vorhin auch geschrieben. Tanzende Maus. Na, heidi ho. Entschuldigung, aber... Keine Zeit. Alle muss üben. Alle. Heute Abend steigt eine Geburtstagsparty bei der Hasenfamilie. Und ich habe frei. Wuhu! Wie tanzen die, Alter? Guck mal die Hände an, die wackelt zum Gehen. Da. So. Rundliches Tier mit Hirn. Was für ein seltsames Eichhörnchen. Er sieht verwegen aus. So, als hätte er viel zu erzählen. Verwegen? Mitnichten. Siehst du nicht, wie viele Karten ich dabei habe? Oh, Sie sind also Kartenmacher? Nein, ich bin Reisender. Du bist das erste Mal in Mauswald, oder? Besuch mich doch später mal an der Bachschleuse. Einfach die Rampe rechts neben dem Stadttor hochlaufen. Das finde ich jetzt sehr, ne? Mit Rucksack. Das ist der Warum musste ich auf dieses dumme Ding finden? Wissen wir nicht. Oh nein, oh nein. Okay. Hallo, Eva. Alles in Ordnung? Psst, ist da jemand hinter mir? Ich glaube, ich werde von einem Geist heimgesucht. Ich weiß nicht. Ich sehe niemanden. Ich kann da auch niemanden sehen, aber ich weiß, dass jemand da ist. Da findet man ein seltsames Buch im Wald, versteht kein einziges Wort und dann hängt sich einem noch ein Geist an den Hals. Ich bin mal wieder ein Glückspilz. Münze? Oh! Da steht wirklich jemand hinter dir. Den kennen wir ja. Jetzt ist er weg. Ich wusste es. Oh, was für ein Glück. Oh, wie befreiend.
Wie sah der Geist denn aus? Er hatte einen Kieselkopf und seine Arme waren Zweige und Blätter. Wirklich? Es ist Fiddlesticks. Das muss ein Waldschrat gewesen sein. Nein, Fiddlesticks. Ich hätte nicht gedacht, dass es sie wirklich gibt. Weißt du was? Hier, nimm das. Nee, was ist das? Ich habe es im Wald gefunden. Das Buch. Vielleicht gehört das Buch ja dem Waldschrat. Wenn du ihn siehst, kannst du es ihm wiedergeben. Sorry. Aber war das nicht verflucht? Nee. Hallo? Alles klar, gehen wir mal hier lang. Ich habe versprochen zu... Achso. Goldmissform mit Frucht. Ein Horn in der Mitte des Platzes. Ich wollte mich schon mal entschuldigen, falls es wieder abschmiert. Ich weiß nicht, was mit Fraps letztes Mal los war. Aber es scheint jetzt zu gehen. Ah, da bist du ja. Wie hieß der nochmal? Ah, oh, den Namen werde ich mir nie merken. Komm, Jerry. Ich will dir jemanden vorstellen. 100 Pro merke ich mir den Namen nie. Irgendwas mit M. Monique. Alter, die Eule aus Zelda. Entschuldigen Sie bitte den plötzlichen Hausfriedensbruch, verehrte Eulen und Hörnchen. Ah, Jonathan. Das ist der Herr Hase, der eben schon hier war. Sapperlot, das ist doch Michlaus der Zeisig. Diese Augen, die unzählige Welten gesehen haben. Einige sagten, er kennt keine Gnade. Aber meine Eltern sagten, er sei einer der ersten Baumläufer gewesen. Ich war nicht der Erste, aber ich kannte ihn. Der Marquis de Hoteau. Ich Marquis. War größer als 3 Eicheln, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Nach der Tradition der Baumläufer stelle ich Ihnen meinen Schüler vor. Jeremias Haselnuss. Ich erbitte Unterstützung für ihn, auf dass er in diesen Wäldern die Kunst der Künste erlerne. Magie, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Der Grünschnabel ist also ein neuer Zauberlehrling. Wir dachten schon, die Tradition der Baumläufer sei ausgestorben. Was? Wie? Zauberlehrling? Ich bitte Sie, einen Moment einzuhalten, Jonathan. Einhalten? Nein. Die Tradition verlangt, dass wir nun sofort das Wipfelfest vorbereiten. Ein neuer Baumläufer muss standesgemäß gefeiert werden. Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Grünschnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. Genau. Frage am besten Anja Maus. Sie ist die allerbeste Bäckerin hier in Mauswald. Ich werde hier auf dich warten, Jerry. Mich interessiert, was hier geschehen ist. Mauswald hat sich verändert. Soll das heißen, ich soll ganz allein da draußen rumlaufen? Ich vertraue darauf, dass du auf dich selbst aufpassen kannst. Noch sind Sommerferien. Dies ist dein Abenteuer, Jerry. Meinst du, du kannst es schaffen? Absolut. Alles klar, Marquis. Oh, was? Halt! Nicht auf die Bücher treten! Mach ich doch gar nicht. Ob man die mal aufräumen sollte? Das tue ich ja. Aber Konrads Nichte Ursula bringt sie immer wieder durcheinander. Huch! Oh, süß. Du Ursula. Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung angerichtet und Ursula passt auf, dass sie bleibt. Das ist halt Konrad, ne? Gehen wir mal eben. So, keine Ahnung, wie lange ich überhaupt die Folgen mache. Ich guck's mal, jetzt gucken wir uns mal um hier langsam, ne? Oh, guck mal, was haben wir hier herkirrt. Was ist die Kirchenmaus? Was ist das? Kirchenmaus Junior. Okay, lol. Weil das ist eine Kirchenmaus. Was? Blick auf Maus. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton, ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Was haben wir denn überhaupt noch? Das Poster? Hagebutten? Gewachsene Wand.
schöner Ausblick. Von hier aus kann man das Café und die Stadtmauer sehen. Und eine von den Kanonen der Mauswachen. Das ist eine Kanone. Das sah aus wie so ein Ei in der Form. Okay. Sprechen wir noch nicht mit denen. Ich will das mal umgucken. So. Dann verabschiede ich mich hier mal eben für diese Folge. Warte mal, Folge 3. Das ist Folge 4. Alles klar. Ich verabschiede mich hiermit. Danke fürs Zusehen. Das ist übrigens ein cooler Fisch. Aber dazu in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.